Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und Ihre Zeit mit uns verbringen. Es geht bei uns wie immer um Gesundheit und natürlich auch um Ihre Gesundheit allen voran. Dafür machen wir unsere Sendeformate, ja. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir. Wir sprechen über veganen Fleischersatz. Warum das so relevant ist für unsere Gesellschaft, darüber haben wir schon in früheren Sendungen gesprochen und ich lade Sie herzlich ein, da mal noch nachzuschauen. Diese Sendungen sind verfügbar auf unseren Kanälen. Und heute wollen wir mal drüber sprechen, über die Herstellungsverfahren. Wie werden diese veganen Fleischersatzprodukte hergestellt bei einem, wie ich finde, Ausnahmehersteller? Und freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch, auf interessante Einblicke in ein innovatives Unternehmen. Bis gleich. Lieber Dr. Lukas Böhni, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Du bist Lebensmittelwissenschaftler und Mitbegründer der Firma Planted. Wie schon eingangs erwähnt, es geht um vegane Fleischersatzprodukte. Jetzt ist es natürlich ein blödes Wort, Fleischersatzprodukte, aber es ist nun mal so und es geht darum, dass man das Thema Fleisch in unserer Gesellschaft, in unseren Ernährungsplänen sinnvoll ersetzt, um eben einfach der Natur etwas Gutes zu tun, um unserer eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Darüber haben wir schon ein paar Gespräche geführt, warum es so wichtig ist. Und heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie eure Herstellungsverfahren sind. Aber ganz am Anfang möchte ich dich einfach nochmal dazu befragen, was wichtig ist für denjenigen, der vielleicht unser Gespräch zum ersten Mal hört. Was ist der Unterschied von euren Produkten, veganem Fleischersatz, zu anderen, die wir haufenweise mittlerweile in den Regalen vorfinden? Gerne. Also unsere Produkte heben sich wirklich ab durch die Zutatenliste. Also Planted hat, unsere Produkte sind frei von Zusatzstoffen. Also Planted wirst du nie eine E-Nummer finden, nie Konservierungsstoffe finden, nie künstliche Farbstoffe oder Zusatzstoffe finden. Also Produkte sind wirklich clean, wie wir sagen, eine reine Zutatenliste, was wirklich die Konkurrenz, also die Mitbewerber einfach wirklich nicht haben. Also da findest du oft Dinge mit Methylcellulose, viele E-Nummern und ob das gesund ist, das lasse ich offen. Das muss jeder selber wissen. Ich denke nicht, dass wir uns da zu viel davon konsumieren sollten. Zusätzlich, die Produkte haben einen super Biss, der wirklich den Biss vom Original nachahmen soll. Die Kulinarik ist so designt, dass sie wirklich auch vom Geschmack her dem Original sehr, sehr nahe sind. Mhm. Plus sind die Produkte auf Basis von Gelberbsen und nicht auf Soja und Weizen. Also sind frei von Soja und Weizen, unser Planted Chicken, unser Planted Pulled oder den Kebab, den wir haben. Und sind dadurch, heben sich auch ab in der Qualität und ja, geben da einfach nochmal ein neues Protein auf den Teller. Sehr gut. Was ist denn eigentlich eure Zielgruppe? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die ihr ansprechen wollt. Die Zielgruppe sind ganz klar die sogenannten Flexitarier. Mhm. Und zwar warum? Flexitarier sind Leute, die eigentlich Fleisch mögen, die tierisches Fleisch konsumieren, aber einfach ja ein Bewusstsein haben für Umwelt, für Nachhaltigkeit, für Tierwohl, für Gesundheit. Die sagen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte mich nachhaltiger ernähren, ich möchte den Tieren nicht leid tun und deswegen meinen Fleischkonsum wirklich reduzieren, das Produkt, aber eigentlich Fleisch mögen. Und das ist eigentlich die Hauptzielgruppe. Das ist auch die Leute, wenn man die anspricht und abholt, da geschieht Impact. Natürlich haben wir eine riesen Community von Vegetariern, Veganern, die unser Produkt lieben. Und die Community ist super wichtig für uns. Das sind die Leute, die uns helfen, auch die Nachricht rauszutragen, die Produkte bekannt zu machen. Und mich freut es. Für mich ist jede Person eine Zielperson, weil jeder ist natürlich. Und ich freue mich, jede Person einen Mehrwert zu liefern, aber den Impact wirklich auf die Nachhaltigkeit, die Umwelt, Tierwohl haben wir mit den Leuten, wenn wir es schaffen, die heute Fleisch essen und eine Fleischmahlzeit ersetzen und dafür ein Planted-Produkt konsumieren. Also es ist jetzt nicht unbedingt relevant, dass man sagt, der
Veganer, der jetzt eben einfach sich ohnehin schon lange vegan ernährt mit vielen Pflanzenprodukten und so weiter und so fort. Aber selbst der, oder da gibt's ja immer die Kritik, dass da immer etwas fehlt, Proteinquellen und so weiter und so fort. Also ist auch der eigentlich... Absolut. Also ich meine, es gibt Leute, die sind ja... Es gibt ja ganz viele Gründe, warum sich jemand rein pflanzlich ernährt. Ja. Oder es gibt den Grund von, ich mag einfach den Geschmack vom Fleisch nicht. Das gibt's ja auch. Mhm. Dann eben, mir ist das Tierwohl sehr wichtig. Und zum Beispiel bei den Leuten, denen das Tierwohl sehr wichtig ist, die... Viele von denen leben rein pflanzlich, weil sie einfach das über den Geschmack stellen. Aber viele von den Leuten sagen einfach, ich mag eigentlich Fleisch oder den Geschmack. Ich möchte einfach keinem Tier was zu leide tun oder ich möchte einfach der Umwelt nicht zu leide tun. Also auch dadurch sind wirklich das eine Zielgruppe. Ja, wir hören ja auch immer wieder ganz gruselige Dinge aus der Fleischindustrie. Ne? Mhm. Wenn Fleisch dann in die Theken kommt, das sieht eigentlich nicht so aus, wie es ist, sondern es kommen Farbstoffe dazu, damit es einigermaßen appetitlich aussieht. Und es kommt ja auch wieder der Gedanke dazu, wenn eben einfach ein Tier getötet wird, das ist genauso wie bei einem Menschen, wenn ein Mensch verstirbt oder ein Tier verstirbt, dann setzen automatisch Verwesungsvorgänge ein in unserem physischen Körper. Und das ist beim Tier genauso, das geschlachtet wird. Das ist hier nicht anders. Und dann ist es immer die Frage, also ich habe mich immer gefragt, ich will, das ist keine Frage, aber ich habe immer gesagt, ich will keine Leichen essen. Ne? Das ist jetzt sehr drastisch vielleicht ausgedrückt, aber letztendlich ist auch der Fleischesser eine Zielgruppe. Wie du schon sagst, eigentlich alle. Und Gott sei Dank gibt es ja auch immer mehr diese, wie soll ich dann sagen, diese Probier-Experimente, wo man den Menschen beides zum Vergleich gibt. Mhm. Und sie wissen nicht, welches es jetzt war. Was ist das Tier? Was ist der vegane Fleischersatz oder der pflanzliche Ersatz? Und da gibt's natürlich auch unterschiedliche Stimmen, aber viele sind dann schon sehr überrascht, wenn sie plötzlich das pflanzliche Ersatzprodukt besser bewerten als das Fleisch letztendlich. Also wie gesagt, das wollte ich einfach nur noch mal einwerfen, weil ich da schüttelt's mich immer und da frage ich mich immer, wie kann man denn dann sowas essen, wenn man das alles weiß? Aber viele wissen es ja auch nicht. Mhm. Viele verschließen ja die Augen davor. Aber das ist jetzt nicht unser Hauptthema in diesem Gespräch, sondern wir wollen einfach mal einen Blick drauf werfen in eure Produktion auch. Oder vielleicht vorab noch, weil ich schon gesehen habe, ihr seid ja also wirklich nicht nur in großen Supermärkten schon vertreten mit eurem Produkt, sondern auch in der Gourmet-Gastronomie angekommen. Magst du da? Ja, gerne. Also, kurz ein bisschen was sagen. Ich erzähle gerne kurz was über die Gastronomie, mit wem wir zusammenarbeiten und dann auch, wie wir die Produkte herstellen. Ja. Also bei unsere Produkte kommen extrem gut an in der Sterne-Gastronomie. Zum Beispiel ist in Deutschland, arbeiten wir mit Tim Raue zusammen, für die, die ihn kennen, in der Schweiz, Nenad. Und zum Beispiel Tim, der liebt unser Produkt. Also so eine Person, die muss vom Produkt überzeugt sein, damit sie da mit ihrem Namen dafür steht. Und wir haben da eine super Zusammenarbeit mit Tim. Der kocht da in seinem Restaurant wirklich geniale Gerichte mit Planten und die Leute sind super überzeugt. Und auch, wie ich vorher schon gesagt habe, diese kurze Zutatenliste, diese natürlichen Zutaten sind ein Hauptgrund, weshalb Tim gerne mit Planten kocht. Natürlich in Kombination mit dem guten Biss, mit dem neutralen Geschmack, mit dem er dann auch arbeiten kann als Koch und da seine Kreation machen kann. Und so haben wir so wie Tim haben wir ganz viele Köche, die je länger mehr sagen, hey, ich finde das ein super Produkt, damit kann ich wirklich kreativ sein, ich kann geniale Gerichte kochen für meine Kunden, die kommen. Und heute ist es eigentlich für einen Koch fast ein Must-Have, ein Muss, oder sie muss eigentlich etwas Pflanzliches anbieten können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine Gruppe zu dir kommt, dass jemand sich vegetarisch, vegan ernährt oder sagt, heute ist zwar Flexitarier, aber heute esse ich kein Fleisch. Wenn du da nichts auf der Menükarte hast, dann verlierst du diese Gruppe, die kommt nicht zu dir. Und es ist fast heute eigentlich ein Muss, dass man wirklich breit sowohl tierisches Fleisch,
wenn man will, aber eben auch in der Alternative was anbieten kann. Und ich glaube, da ist vor allem wichtig, der Gemüseteller tut es einfach nicht mehr. Also es ist so wie oft, wenn man früher halt in ein Restaurant ging und hat gesagt, ja, ich hätte gerne etwas Pflanzliches oder Vegetarisches, da gab es einfach die Beilagen vom Fleischgericht. Und ich glaube, das ist heute passé, damit gewinnt man keinen Blumentopf mehr. Also das so schafft man es nicht, viele Kunden anzulocken. Das beste Restaurant der Welt ist vegan in den USA. Das zeigt einfach wirklich, dass man hochstehend pflanzlich kochen kann. Mhm. Man muss kreativ sein. Und aber auch muss, um wirklich dann heute die Leute von heute anzusprechen. Und da ist Planted einfach wirklich eine geniale Zutat für diese Köchinnen und Köche, um da ihr Portfolio richtig auszubreiten und die Leute zu begeistern. Also ich esse kein Fleisch, ich esse keinen Fisch, ich esse keinen Käse, da fällt schon mal ganz, ganz viel weg. Ne? Ja. Und das ist eben das, was mich all die Jahre oder all die vergangenen Jahre extrem frustriert hat, wenn ich essen gegangen bin mit Freunden, eben das, was du beschreibst. Ne? Du machst die Speisekarte auf und du suchst, wo ist denn was dabei oder vielleicht, wo könnte ich den Rest, also wo könnte ich mir das Fleisch oder den Fisch wegbestellen, damit ich nur noch das habe, was da auf der Karte steht. Und ich habe aber auch schon eben, wie du sagst, in ausgewiesenen veganen Gourmet-Restaurants gesehen, was man Wundervolles und sehr, sehr Schmackhaftes mit pflanzlichen Dingen machen kann. Mhm. Ne? Also es ist wirklich außergewöhnlich. Und da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf in der Gastronomie. Ja, ich glaube, wirklich, was wirklich halt wichtig ist, ist, dass man das Protein nicht vergessen darf. Und weil man, also heute in unseren Breitengraden redet man ja von, man hat so ein klassisches Drei-Komponenten-Essen. Ne? Man hat die Stärkebeilage, man hat das Gemüse, man hat das Fleisch. Mhm. Und das ist ja eigentlich Kohlenhydrate, Vitamine, Ballaststoffe und eben Proteine. Wenn man so will, eben, da gibt es Leute, die sagen, hey, für mich keine Kohlenhydrate, für mich kein Ding. Da hat jeder dann jede die Präferenzen. Aber Tatsache ist, wenn man wie früher sagt, ich hätte einfach ohne Fleisch, dann hat man einfach nur Stärke und Gemüse. Und da fehlt das Protein. Und ja, deswegen, das ist halt auch wirklich ein ganz wichtiger Grund für die Daseinsberechtigung von diesen Fleischersatzprodukten. Viele Leute sagen, ja, warum? Ich kann ja einfach die Erbse essen. Und das stimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann einfach die Erbse essen. Die Erbse ist ein super, super Rohstoff. Und ich empfehle jedem, esst zu viele Erbsen. Wir können das wirklich, also oder generell Hülsenfrüchte, super für die Ernährung. Mhm. Ich glaube, da kommt dann einfach das Element der Abwechslung ins Spiel, oder auch der Kultur, dass wir heute halt wirklich eher mit Hühnchen kochen als mit Erbsen. Und auch die Abwechslung, dass einem das halt irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen verleidet, wenn man die ganze Zeit Erbsen isst. Und ich glaube, da eine Mischung zu finden von, hey, ich habe Proteine auf dem Teller, die wirklich direkt vom Feld kommen. Erbsen, Linsen, Sojabohnen, Edamame, kann man ja ganz vieles machen. Aber dann halt auch mal sagen, hey, heute ist die Proteine auf einem Teller eben auch vom Feld, aber kommen in einer anderen Form daher, die mir dann erlaubt, eher etwas zu kochen wie Hühnchen oder wie Schweinefleisch oder so. Und ich glaube, das ist diese Abwechslung in der Form, wie die Proteine daherkommen, ist zusätzlich sehr wichtig und erlaubt dann eben auch einem Koch, einem Köchin oder auch den Privatpersonen, da nochmal tiefer in den Rezeptfundus zu steigen und wirklich kreativ zu sein. Jetzt weiß ich gerade, kann mich gerade nicht erinnern, ob das am Anfang zum Ausdruck kam. Ihr gebt den Produkten noch Vitamin B12 bei, ne? Genau, also die Produkte haben noch Vitamin B12. Also die Produkte haben einen hohen Proteingehalt, einen hohen Ballaststoffgehalt, was gut ist für die Verdauung und daneben natürlichen Eisengehalt. Und dann geben wir natürlich fermentiertes Vitamin B12 dazu. Das ist das Einzige, was das Produkt sonst dem Produkt fehlt nicht und das von Natur aus mitbringt, um da wirklich das Werteversprechen vom tierischen Fleisch eigentlich abzudecken. Also um wirklich einen gleichwertigen Ersatz zu liefern, genau. Okay, dann sprechen wir doch am besten mal über den Herstellungsprozess. Ja, du hast ein paar Bilder mitgebracht, wo wir sehen können. Das kommt nachher. Okay. Da zum Beispiel. Genau. Also vielleicht kurz zum Herstellungsprozess hier sieht man unsere Fabrik.
Das ist alles hinter Glas. Das ist schön. Einerseits, weil Transparenz einer unserer Firmenwerte ist. Also wir möchten transparent sein in sowohl bei der Zutatenliste, da hat es einfach nichts, was wir zu verstecken haben. Das wollten wir auch zeigen in der Fabrik, die wir haben. Wir haben nichts zu verstecken. Das ist ein Ort, da kann jeder kommen. Also da, wir sind im Kemptal zu Hause, das ist zwischen Winterthur und Zürich in der Schweiz. Wir haben dann ein Bistro, da kann man Mittagessen gehen, man kann Touren buchen. Also die Leute, vielleicht an die Zuschauer, wenn ihr wollt, da kann man vorbeikommen, man kann sich das anschauen, man kann eine Tour buchen auf unserer Webseite, da reden wir am Schluss noch drüber. Da können wir euch erklären nochmal in erster Hand, wie wir das herstellen. Kann man zuschauen, ich glaube, das ist eine super Möglichkeit auch für einen Ausflug oder um das wirklich kennenzulernen. Oder vielleicht auch Schulklassen oder ja, sowas Schulklassen, kommen. Ja, Schulklassen, wir haben alles möglich. Wir haben Firmenausflüge, Schulklassen, die kommen. Genau. Und wir sind dahinter Glas. Ich glaube, eben einerseits wegen der Transparenz. Also wir haben da nichts zu verstecken. Man kann wirklich den Prozess anschauen, wie der funktioniert. Den erkläre ich gleich. Und dann vielleicht auch zwei weitere Gründe. Einerseits sicher aus der Fleischindustrie. Die Fleischindustrie ist eher intransparent. Also Schlachthäuser sind nie hinter Glas. Das während sie hinter Glas sehen, würde man vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen. Also das ist auch ein bisschen ein Gegenpol auch darstellen. Ganz sanft, aber pointiert. Und das andere ist, dass da drin, das zweite Haus, das wir da drin sind, das ist ein Gewächshaus. Das ist wirklich normalerweise steht das draußen, da drin werden Tomaten, weiß ich was, angebaut. Und ja, das soll auch symbolisch dafür stehen, dass unser Fleisch eben angepflanzt und gewachsen planted. Ist. Halt planted und nicht geschlachtet. Also, und das ist ganz wichtig. Und das ist ein Ort, wo wir den Leuten wirklich unsere Produkte, unser Prozess, unsere Philosophie näher bringen. Mal abgesehen davon, also die Bezeichnung Fleisch, eine Pflanze hat ja auch ein Fleisch. Also so falsch ist es aus meiner Sicht nicht, oder? Finde ich schön, dass du das sagst. Genauso in unserem Breitengrad gibt es das Fruchtfleisch. Ja. Also bei uns eigentlich ist der Begriff Fleisch gar nicht limitiert auf tierischen Ursprung. Ja. Deswegen nenne ich es eben auch nicht vegan Fleischersatz, sondern ich nenne es pflanzliches Fleisch. Sehr gut, wunderbar. Das ist wirklich so, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied für mich. Ja, es weil passt Ersatz, auch, ist nichts gelogen. Also. Ja, genau, weil Ersatz strebt auch immer etwas nach, während wenn man sagt, es ist pflanzliches Fleisch, hat es mehr Eigenständigkeitspotenzial. Es ist mehr einfach das, was es ist und nicht, was es sein möchte. Ja, das ist so auch ein bisschen Philosophie. Sehr gut. Genau, und vielleicht zum Prozess, kannst du mal eins weiterklicken. Genau, das seht ihr, das ist eine Person, die bei uns in der Produktion arbeitet. Und er hat dann unser Erbsenmehl in der Hand. Da kannst du nochmal eins klicken, dann sehen wir das noch ein bisschen genau. Das ist der Erbsenmehl, das ist der Ursprung von unserem Herstellungsprozess. Also der Prozess sieht folgendermaßen aus: Die Erbsen werden geerntet auf dem Feld, kommen dann zu einer Erbsenmühle, die werden da gemahlen. Dann gibt es ein Erbsenmehl, ein sogenanntes Proteinmehl. Und dann haben wir noch die Faserkomponente von der Erbsen. Das ist wie die Ballaststoffe, die auch anfallen. Wie, das kannst du dir vorstellen, wie wenn du Weizen mahlst, kannst du ja Weißmehl, Halbweißmehl, Ruchmehl, Vollkornmehl haben. In Deutschland ist es über den Typus genannt. Ja. Und das ist wie dann, da kommt wie noch die Faserfraktion, die Ballaststoffe, die Mineralfraktion noch dazu. Und wir mischen die Proteine von der Erbse dann mit den Ballaststoffen, die eben gut sind für die Verdauung. Und haben da unsere Mehlmischung. Und diese Mehlmischung wird dann in einem sogenannten Extrusionsverfahren eigentlich zu unserem Produkt gemacht. Was heißt Extrusion? Ja, genau. Was heißt Extrusion? Also Extrusion, vielleicht kurz, was ist das? Extrusion ist ein Verfahren, das gibt's schon ganz lang in der Lebensmittelindustrie. Also Pasta wird extrudiert, also alle Spaghetti sind extrudiert, Cornflakes sind extrudiert, so Puffed Chips können extrudiert sein, also diese Maisflips, genau, Kartoffeln. So. Das sind alles extrudierte Produkte. Maisflips, genau, ja. Genau, viele Cerealien sind extrudiert. Und ein Extrusionsprozess, wenn man sich den so einfach erklären will, ich sage manchmal, das ist so wie eine KitchenAid in einem Dampfkochtopf. Okay. Also das heißt, was wir machen ist folgendes, wir nehmen das Mehl
Und dann wird es mit Wasser vermengt und ein bisschen Öl vermengt und man knetet einen Teig. Und man macht wie bei der Pizzaherstellung, bei der Brotherstellung machen wir einen Teig aus dem pflanzlichen Mehl und dem Wasser. Dieser wird wirklich geknetet und dann wird er gekocht. Also anders als bei der Teig, also bei Brot wird der Teig dann auch gekocht. Wir kochen ihn einfach in der Maschine. Also wir kochen ihn nicht in einem Ofen, sondern wir kochen ihn im Extruder. Aber es ist dasselbe eigentlich. Also eigentlich ist das wie... Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass man das Produkt nicht austrocknet. Aha. Bei der Brotherstellung, oder, ist die Idee vom Kochen, dass man halt das Wasser wegnimmt und sich eine Kruste bildet. Mhm. Und wir wollen ja keine Kruste. Wir möchten quasi wie in einem Dampfkochtopf kochen, damit das Produkt nicht austrocknet. Damit das ist ja, glaube ich, oft die Kritik, dass es zu trocken schmeckt, also bei sogenannten Fleischersatzprodukten. Das ist auch wichtig für die Saftigkeit, ne? Oder? Ja, weil wenn man das halt nicht in einem geschlossenen System kocht, dann kann es trocken werden. Das ist eigentlich, aber eigentlich ist der Prozess genau gleich, ganz ähnlich wie eine Brotherstellung. Aha. Der Extruder ist eine Maschine, die das eben halt einfach kontinuierlich macht. Also wird wirklich kontinuierlich gemischt, geknetet und dann gekocht und dann kühlen wir wieder runter. Und indem wir halt runterkühlen, in diesem Runterkühlverfahren, da entsteht diese faserige Struktur. Also die Planter-Produkte setzen sich wirklich neben den Zusatzstoffen dass wir keine Zusatzstoffe haben, eben auch ab dadurch, dass wir einen richtigen faserigen Biss haben. Und Fleisch, tierisches Fleisch, ist ja eigentlich nichts anderes als Muskulatur, oder? Und Muskulatur, das sind Proteinfasern, ganz viele davon. Und in unserem Prozess können wir mit dem Pflanzenprotein eben auch diese Faserstruktur generieren. Einfach rein über Hitze, Druck und Kneten. Also keine Chemie, keine Zusatzstoffe, wirklich wie man es zu Hause machen würde. Und so dann erreichen wir eben dieses Mundgefühl, diesen Biss mit diesen wenigen Zutaten. Ist das ein patentiertes Verfahren, das ihr da habt? Oder? Also eben, wie ich gesagt habe, das Verfahren Extrusion an sich gibt es schon lange. Ja. Die Maschine, die ist auch so nicht patentiert, weil die gibt es schon lange. Ja. Aber eben, dann hast du immer mal wieder gewisse Teile vom Prozess, die nur wir so machen. Und das ist dann ein bisschen so das Geheimnis, wie vom Koch, warum er dann nicht sagt, warum es so gut schmeckt. Genau. Wie lange habt ihr gebraucht, um dorthin zu kommen? Das ist ja sicherlich, hast du viele Try and Error. Ja, das ist wirklich ein langer Prozess, wo man sagt, stimmt der Biss, stimmt die Faserung, hat man schon genug Protein drin? Wir haben da sicher mehrere hundert Iterationen auf dem Produkt gemacht, bis wir das Produkt hatten, was wir fanden, das ist jetzt damit. Möchten wir wirklich in den Detailhandel gehen, damit möchten wir zu den Chefköchen gehen, zu den Gastronomen gehen. Also vom ersten Punkt, wo sich mein Cousin Pascal bei mir gemeldet hat, bis wir damit in den Verkauf gingen, verging über ein Jahr mit ganz vielen Produktiterationen. Und das ist auch wichtig. Also man muss ein Produkt kennenlernen, man muss etwas, was für uns ganz wichtig war, ist wirklich, dass wir ein Produkt haben, das man so breit einsetzen kann, wie man auch Hühnchenfleisch einsetzt. Also Hühnchenfleisch braucht man für Curries, in Fajitas, auf Salaten, frittiert. Also, da muss man so eine Bandbreite abdecken von Anwendungen. Das braucht schon einiges an Forschung und das ist auch heute bei Planted noch der Fall. Also wir haben über 60 Leute, die in der Forschung, Entwicklung, in der Produktentwicklung, in der Kulinarik tätig sind. Also wir sind 200 Leute als Gesamtunternehmen und über 60 davon kümmern sich um die Weiterentwicklung der Produkte. Das ist ganz tief in unserer Firmenkultur verankert. Wie groß ist euer Produktsortiment schon in der Zwischenzeit? Wir haben, also das Hauptproduktsortiment ist heute etwa, kommt ein bisschen davon, etwa 5 Produkte. Also wir haben unser Planted Chicken. Das war, glaube ich, der Start. Ne? Das ist der Start. Das war wirklich. Das ist unser Hauptprodukt. Das ist unser Ersatz oder unser Analog oder unsere Interpretation von Hühnchenfrikassee oder geschnetzeltem. Dann haben wir unser Planted Pulled. Das ist ein Produkt, das lehnt sich an wie gezupftem Schweinefleisch an. Das kann man super brauchen, wie in Burgern, in Fajitas. Das hat eben neben Erbsen ist so nach Sonnenblume und Hafer dabei. Da wirklich auch besonders divers Proteine auf den Teller zu bringen. Dann haben wir unseren Planted Kebab.
Das ist unsere Antwort auf eine Fleischgattung, die ganz besonders viele Zusatzstoffe drin hat. Ich meine, bei Kebab weiß man nie, was man isst. Und unser Planter Kebab ist wirklich, das ist auch, das sehe ich da auch liegen bei dir auf dem Tisch. Das ist unser Planter Kebab. Das ist unsere Antwort für einen nachhaltigen, gesunden Kebab ohne Zusatzstoffe zum Beispiel. Und dann haben wir noch unser Schnitzel. Das ist unsere Antwort auf das Wiener Schnitzel, aber rein pflanzlich. Also alle unsere Produkte sind rein pflanzlich. Planter ist eine Firma, wir machen nur rein pflanzliche Produkte, keine tierischen Anteile drin und wird auch immer so sein. Und jetzt neu, das ist unser Produktportfolio jetzt. Jetzt sind wir gerade am Entwickeln an sogenannten, wir haben das so Chicken Tenders genannt. Das ist, musst du dir vorstellen, das ist wie so ein Nugget, aber viele Nuggets, auch bei tierischen Nuggets, hast du keine Struktur, keine Textur drin, da wird Hühnchenfleisch genommen, wird gewolft und gematscht und hast du wie eine Brät drin. Aha, okay. Und wir haben gesagt, wir möchten ein Nugget machen, das wie ist, wie ein hochqualitatives Nugget, wo du eigentlich ein Stück Hühnchenbrust nimmst und das panierst, das ist wirklich ein Nugget mit einem faserigen Biss, auch wieder für diese Qualität. Und dann, du kannst noch zwei Slides zurückgehen, auch dann, das ist unsere nächste Innovation, wo wir dann an Dingen wie der Hühnerbrust arbeiten. Also das ist so the next big thing, wo wir sagen, hey, da wollen wir hin, oder? Das ist im Moment, machen wir im kleinen Stil, haben wir da, das ist bei Tim Rau im Restaurant, der kocht damit, aber da haben wir noch nicht viel und da müssen wir auch jetzt forschen, wie können wir davon mehr herstellen, um das wirklich den Leuten dann breit zugänglich zu machen. Ich frage deswegen nach dem Sortiment, weil wir waren jetzt über die Extrusion? Egal. Darüber haben wir gerade gesprochen. Wird jedes Produkt eures Sortiments auf diesem Weg hergestellt? Ja und nein. Also Extrusion ist, wie gesagt, ist unser Grundprozess. Extrusion ist eigentlich nichts anderes, als etwas durch eine kleine Öffnung zu drücken. Also jeden Morgen, wenn du Zahnpasta zum Beispiel auf deine Bürste tust, drückst du Zahnpasta durch dieses kleine Loch und das ist eigentlich ein Extrusionsprozess. Jawohl. Also wirklich ganz, das heißt einfach so in der Lebensmittel. Alles gut, ja. Der zweite große Prozess, mit dem wir arbeiten, ist Fermentation. Also natürliche Fermentation, wie du das kennst von natürlich gereiftem Käse, von natürlich gereifter Salami, von einem Joghurt, das fermentiert wird, von einem Brot, Teig, der aufgeht. Ja. Und wir als Firma glauben ganz fest an die Fermentation, an die Zukunft der Fermentation, um wirklich gesunde Lebensmittel zu machen, die ja wie auch aktiv sind, leben, die da sind wir ganz viel Potenzial. Und zum Beispiel bei der Brust hier, da haben wir wirklich unsere Kompetenz in der Extrusion kombiniert mit unserer Kompetenz in Fermentation, um wirklich eine nächste Generation von Produkten herzustellen, die noch nachhaltiger sind und eben noch gesünder, noch besser schmecken. Und die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bekommt er dann mit Gewürzen hin? Oder? Genau, also eigentlich wie beim Hühnchenfleisch dann. Also beim Hühnchenfleisch per se ist ja eher neutral im Geschmack. Ja. Und dann kann man mit Marinaden, mit Gewürzen, kann man sagen, ich hätte gerne eher mexikanisch oder französisch, was man dann mag. Genau. Wunderbar. Waren wir da schon am Ende oder haben wir noch? Du kannst mal schauen, was wir noch haben. Ja, genau. Das sind wir am Ende. Das ist das Ende, das im Hintergrund seht ihr, das bin ich mit unseren zwei Produkten in der Hand. Ich glaube, einmal dem Hühnchen und einmal dem Kebab. Ja. Beide mariniert und hinten dann ist unsere Produktion. Das sind ganz viele Leute, die bei uns arbeiten, die täglich ihr Bestes geben. Wirklich ist viel Handarbeit, um da die besten Produkte zu machen. Und da herrscht sicherlich wesentlich bessere Laune als in einem Schlachtbetrieb. Ganz bestimmt. Ich meine, das schöne Stück, was ich vom Anfang gezeigt habe, ist so auch dieses Glas in der Produktion, das natürliche Licht. Ja, das ist richtig Licht, angenehm, genau, da richtig zu arbeiten. Das ist auch nicht belichtet, dieses Foto ist im natürlichen Licht geschossen. Ich glaube, das ist ganz was Spezielles, da in einer Lebensmittel, generell für Lebensmittel, da so arbeiten zu dürfen. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Wir sind zeitlich schon wieder am Ende angelangt. Die halbe Stunde geht immer ganz schnell vorbei. Aber ich danke dir für diesen Einblick jetzt in euren Betrieb.
Und für diese Transparenz, schön, ihr habt nichts zu verstecken und ihr habt was Tolles geschaffen und werdet das sicherlich auch noch weiterentwickeln. Und danke. Bin ganz gespannt, was da noch raus entsteht und was ich dann im Supermarkt kaufen kann. Ja, genau. Da habe ich noch was zu sagen. Bitte. Genau. Also eben für die Leute, die sich die Produkte anschauen wollen, vielleicht genau, ich sage es in die Kamera, die Appetit bekommen haben. Ja. Also die Produkte findet ihr in der Schweiz bei Migros und bei Coop, in Deutschland bei Edeka, in Österreich bei Spar. Schon gesehen. Genau. Oder geht einfach auf die Webseite eatplanted.com, also isgepflanzt.com quasi übersetzt, oder planted.ch sollte auch gehen. Da hat es einen Webshop, da könnt ihr auch das bestellen, wenn ihr das vor 12 Uhr am Tag Mittag bestellt, kommt das schon am nächsten Tag. Da könnt ihr mal das Sortiment anschauen. Da hat es auch ganz viele Informationen zu den Produkten. Wir haben ganz viele Rezepte, die euch auch zeigen, wie man mit den Produkten arbeiten kann. Unsere Philosophie. Ich glaube, es ist ein super spannender Ort. Geht doch mal schauen. Und wenn ihr Fragen habt, ich glaube, ihr könnt einfach an hello@eatplanted da eure Fragen stellen. Da wird euch geholfen. Ja, also ich freue mich, wenn ihr euch meldet oder wenn ihr Fragen habt, einfach melden. Super, sehr schön. Vielen Danke herzlichen Dank, lieber Lukas. Es ist mir eine Freude, mit dir über das Thema gesprochen Danke. Zu haben. Und ich freue mich auch auf noch weitere Gespräche, weil das nimmt mir so ein bisschen die Sorge, wie es denn so weitergeht in unserer Gesellschaft und mit unseren Fußabdrücken, mit den CO2-Abdrücken und überhaupt auch, was den energetischen Aspekt angeht, was wir so mit der Massentierhaltung veranstalten und was letztendlich diese Energie, die wir da auch produzieren, dann letztendlich mit uns allen macht, mit unserer Gesundheit. Also wie gesagt, da hast du mir jetzt Hoffnung gegeben. Ich freue mich. Vielen Dank. Danke. Wenn auch Sie jetzt Appetit bekommen haben, könnte durchaus sein. Und hoffentlich war es auch für Sie spannend, da mal einen Einblick zu bekommen in das Herstellungsverfahren und auch zu sehen, dass in der Lebensmittelindustrie nicht alles immer nur künstlich und chemisch ist, sondern dass es auch innovative junge Menschen gibt, die da einen anderen Weg gehen und aus besonderen Gründen einen anderen Weg gehen, weil sie sich eben einfach Gedanken machen über die Zukunft von uns allen. Und jetzt bedanke ich mich, dass Sie dabei waren. Schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, auf Wiederschauen. Bleiben Sie gesund. Ciao.